Die neue Ausstellung im Blechenkarree begibt sich auf eine Reise in die Vergangenheit. Die Stadtpromenade war einst das Zentrum von Cottbus. Übrig geblieben ist eine traurige Brachfläche. Vom Stadttor über das Sternchen bis zum Konsumentwarenhaus, hier schlug das Cottbuser Herz. Die Fotografien von Erich Schutt versetzen uns in diese Zeit zurück. Für das Blechenkarree ist die Ausstellung eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte und Zukunft. Wir haben natürlich die Brache auch vor der Haustüre, direkt vor der Haustüre. Damals hat ja alles zusammengehört bei dem alten Eigentümer. 2015 wurde das Blechenkarree verkauft dann an Amundi. Und wir werden halt immer mit der Brache in Verbindung gebracht. Bringt für uns ein negatives Image. Und mit solchen Aktionen schaffen wir halt eine Trennung rein und sagen, hey, wir sind für die Cottbusser. Wir wollen einfach, dass da auch was gebaut wird, was Aufenthaltsqualität steigt in Cottbus und dass die Brache einfach verschwindet. Erich Schutts Fotografien zeigen ein Bild der Stadtpromenade, wie es viele nicht mehr kennen. Seit ihrer Entstehung Ende der 60er Jahre bildete Schutt die Stadtpromenade in einer Vielzahl von Fotografien ab. Seine Fotos wirken real und nahbar. Doch auch über die Stadtpromenade hinaus war Schutt als Fotograf in der gesamten Lausitz unterwegs. Dabei entstanden knapp 1,5 Millionen Bilder. Und die müssen natürlich auch irgendwo aufbewahrt werden. Die habe ich